Wer neulich bei uns im Wald war, hat mich zigmal mit zwei Osmo Pockets hin und her laufen sehen. Ob es was gebracht hat, müssen wir als Schwarmintelligenz entscheiden. Aber hallo erstmal, es geht mal wieder um den Osmo Pocket. Und zwar stabilisiert der Osmo Pocket alle möglichen Bewegungen erstaunlich gut. Aber wenn es vor und zurück geht oder hoch und runter, ist das Ding einfach machtlos. Und deshalb kommt immer wieder die Frage, was macht man gegen die Auf- und Abbewegungen, die beim Laufen entstehen? Dazu sagt man auch Z-Achse. Und eigentlich habe ich die Antwort ja schon darauf gegeben. Der Osmo Pocket kann diese Bewegung nicht ausgleichen. Das gilt übrigens auch für alle anderen Gimbals, also auch für den Fimi Palm und so. Deshalb ist die einzige Möglichkeit, diese Bewegung nicht im Bild zu haben, ist die Bewegung nicht zu machen. Aber dummerweise hüpfen wir beim Laufen eben immer so ein kleines bisschen. Das siehst du auch hier schön an der weißen Linie, wie der Osmo Pocket immer wieder drüber und drunter geht. Und richtig krass fällt es auf, wenn man die Sache schneller laufen lässt, da hüpft es echt gewaltig hin und her. Um das zu verhindern, könnten wir jetzt ständig in den Knien laufen. Ninja Walk nennt man das. Das bringt tatsächlich was. Allerdings ist auf Dauer ja nicht möglich. Also wenn man das Ding zum Wandern mitnimmt, da schaffen wir nicht so richtig Strecke. Deshalb gibt es extra Z-Achsen-Stabilisatoren. Ich habe so ein Ding aber nicht und kann deshalb gar nicht beurteilen, wie gut es funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ich habe generell schon viel zu viel Zubehör für Osmo Pocket. Ich nehme überhaupt gar nicht viel mit. Aber was ich mitnehme, ist der Osmo Pocket, den Extension Rod. Und ich habe bei der Vorstellung vom Extension Rod schon gesagt, dass man damit eben auch diese Auf- und Abbewegung ausgleichen kann. Ich habe das einfach nur mal so gesagt und nie richtig ausprobiert, ob es tatsächlich stimmt. Jetzt habe ich es ausprobiert. Hier siehst du rechts ohne Extension Rod und links mit Extension Rod. Und wenn man schneller laufen lässt, also ich finde, das bringt tatsächlich was. Es hüpft trotzdem noch hin und her, aber die ganze Bewegung wurde träger, sodass es gar nicht mehr so stark auffällt. Aber ich habe mich schon immer gefragt, ob es noch verbessern könnte, wenn es noch träger wäre, also wenn man hier vorne Gewichte ranmacht. Also habe ich zwei Powerbanks rangetüttelt. Die große natürlich viel zu schwer für die Praxis, aber ich wollte eben den Extremfall ausprobieren. Naja, ob es funktioniert hat oder nicht, gucken wir uns jetzt zusammen an. Und du kommentierst unten drunter bitte, welches du besser findest, links oder rechts. Denn ich selber bin auch nicht ganz sicher, ob es wirklich was bringt oder nicht. So, das war jetzt rechts mit einem kleinen Gewicht und links ohne Gewicht. Notieren, noch nicht kommentieren, es kommen noch weitere. Und, was war jetzt besser? Es war genau das gleiche wie vorher, nur umgedreht. Links war diesmal Gewicht und rechts keins. Aber jetzt kommt was anderes, Achtung. Hier hatte ich jetzt links das große Gewicht und rechts das kleine Gewicht. Was meinst du, was ist besser? Notieren, nicht kommentieren, kommt noch eine Sache und dann wird kommentiert. Obwohl, erst am Ende des Videos. Also, die letzte Sache. Ich gebe es zu, es ist einfach wieder umgedreht, weil ich musste halt beide Hände austesten. Rechts habe ich das große Gewicht von dem Extension Rod dran und links das kleine Gewicht. Gucken wir uns die Sachen nochmal einzeln an und zwar komplett ohne irgendwas sieht es so aus. Nur mit Extension Rod sieht es so aus. Jetzt kommt das kleine Gewicht. Und das große Gewicht. Das waren jetzt natürlich nur die aussagekräftigsten Videos. Ich habe ganz viel probiert, auch mit halb ausgefahren, weil das große Gewicht ja so schwer ist. Und mit ganz ausgefahren und links und rechts hast du schon mitgekriegt und ohne. Und ach, ich habe ganz, ganz viel probiert. Das waren jetzt die aussagekräftigsten Videos. Ich bin gespannt, was du meinst, ob es tatsächlich was bringt oder nicht. Ich finde, den größten Sprung macht es tatsächlich von Osmo Pocket. Ohne Extension Rod und mit Extension Rod, aber auch die Gewichte bringen tatsächlich was. Das Große ist natürlich viel zu schwer für die Praxis, deshalb muss man das nicht weiter forcieren, damit zu arbeiten. Aber mit einem kleinen Gewicht, das finde ich ganz, ganz okay. Da muss ich mal gucken, mit so Klettbändern das irgendwie festmachen. Kann man ja dann sogar laden, weil das ja so eine kleine Powerbank ist unterwegs in Osmo Pocket. Also man hat sogar eine zweite Funktionalität. Also ich finde, es bringt was. Ob es in der Praxis zu verwenden ist, weiß ich noch nicht, muss ich probieren.
Ich freue mich auf deinen Kommentar, auch was du meinst, was besser ist und was nicht besser ist. Außerdem gibt es schon jede Menge Videos zum Osmo Pocket. Die verlinke ich dir hier oben. Es kommt auch immer wieder was zum Osmo Pocket oder zu so anderen kleinen Gimbals. Deshalb nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Das kannst du dir hier machen und hier gibt es mein letztes Video. Und dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.